Game Boy, Game Boy, Advance Kalender. Game Boy, Game Boy, Advance Kalender. Womit könnte man so einen Advance-Kalender besser starten, als mit einem Spiel, das für mich ein echter Evergreen ist? Und auf dem Game Boy Advance wäre das für mich Kirby Nightmare in Dreamland. Tatsächlich ist es ein Spiel, das ich regelmäßig mal wieder ausgrabe und mit Begeisterung durchspiele. Es ist herrlich bunt, abwechslungsreich und so wunderbar chaotisch. Als Kirby kämpft man sich springend, schlagend, saugend und schluckend durch mehrere Gebiete des Dreamland. Das besondere Feature im Gegensatz zum Originalspiel vom Game Boy Classic? Kirby kann durch das Verschlucken bestimmter Gegnertypen deren Fähigkeiten imitieren. So muss man nicht immer nur pusten und essen, sondern man kann sich auch mal eines Schwertes oder eines Hammers bedienen oder etwa Gegner mit Feuer- und Rockmusik bekämpfen. Genau das ist eine der großen Stärken des Spiels. Manche Stellen schafft man auf den ersten Versuch noch nicht, aber mit einer anderen Fähigkeit ganz locker. Und im zweiten Playthrough hat man ein komplett anderes Spielerlebnis, wenn man einfach mal nur auf bestimmte Skills setzt. Ansonsten ist es nicht sonderlich schwer. Nur der eine oder andere Boss ist ein bisschen tricky und verlangt genaues Beobachten der Bewegungs- und Angriffsmuster. Einzig die ein oder andere Sprungpassage macht es dem Spieler nicht immer ganz einfach, denn unser kleiner, dicker Sauge-Boppel steuert sich nicht immer besonders filigran. Das kann ich dem Spiel aber nicht negativ auslegen. Es sind nur sehr, sehr wenige Stellen, bei denen das überhaupt auffällt, und auch da kann man sich im Zweifel mit der richtig verschluckten Fähigkeit durchmogeln. Alles gut soweit. Was ich aber erst in Vorbereitung auf dieses Video rausgefunden habe, es ist ein Remake. Und zwar von Kirby's Adventure, welches ein später NES-Titel war. Nur eben mit aufpolierter Grafik, besserer Musik und einigen kleinen Gimmicks. So wurden zum Beispiel einige Minigames ausgetauscht oder verbessert. Es gibt auch etwas Zusatzcontent. Etwa nach dem Durchspielen kann man das komplette Spiel nochmal als Meta Knight durchspielen. Ein Remake also genau nach meinem Geschmack. Es nimmt die guten Aspekte des Originals und fügt eigene, bessere Ideen hinzu. In Summe also ein großartiger Titel. Starke Präsentation, großer Langzeitspaß und Wiederspielwert, gutes Gameplay und hohe Freude hinein bis in die Klasse Minigames. Wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, dann ist das perfekte Spiel, um die Laune noch zum Guten zu drehen. Es ist so ein guter Dauerbrenner, so ein allgemein gutes, lustiges, kunterbuntes, gute Laune-Spiel. Eigentlich geht es immer. Ohne dieses Spiel ist keine GBA-Spielesammlung wirklich vollständig. Wenn ihr also Freunde des Handhelds seid, dieses Spiel aber noch nicht kennt, ja, worauf wartet ihr dann noch? Und wenn jemals jemand versucht, eine Diskussion mit euch zu beenden, indem er Krabben in Unterhosen sagt, dann dürft ihr ab jetzt kontern mit Fische mit Taucherbrillen. Ich hoffe ansonsten, ihr seid genauso gespannt wie ich, was euch morgen im Advance-Kalender erwartet. Ich müsste dieses Video jetzt beenden. Wie beende ich es denn? Fische mit Taucherbrillen!